Okay. Der letzte Part ist ja abrupt beendet worden wegen Störungen und alles, ja, Familie. Also, was kann ich für euch tun? Wir sind der Fußballclub, der Raimund Junior High. Ah, genau, Raimund, ihr habt die Fußballfunde gewonnen, nicht wahr? Sagt, was führt euch zu Kloster, oder Kloister, oder ich sag immer Kloster, definitiv. Das ist alles zu ruhig hier. In der Alpine wurden wir so stürmisch empfangen. Uns wurde mitgeteilt, dass Alice hier als nächstes angreifen wird. Entschuldige bitte, aber wurde euch das denn nicht mitgeteilt? Angriff? Oh, natürlich, diese Geschichte. Also wisst ihr Bescheid, wir fahren durch das ganze Land und stellen ein Team zusammen, das Alice beschlagen kann. Morgen möchten wir uns gemeinsam mit Kloster Definity auf dem Fußballplatz gegen Epsilon behaupten. Ich verstehe, interessant. Also dann, lasst uns. Wir haben nicht die Absicht, gegen Epsilon zu spielen. Was? Ihr wollt nicht gegen sie spielen? Nein, wollen wir nicht. Wir sehen Fußball nur als eine Möglichkeit an, unseren Körper und Geist zu trainieren. So kann man es auch sehen. Wir setzen es nicht ein, um unsere Überlegenheit gegenüber anderen zu beweisen. Wir werden ihnen sagen, dass wir nicht gegen sie antreten wollen und weder uns vor dem Spiel zurückziehen. Zurückziehen? Achso, werden. Was redest du denn da für ein seltsames Zeug? Reden haben wir schon versucht, das hat bei denen keine Wirkung. Das sagst du nur, weil dein Herz vor Zorn erfüllt ist. Zorn? Befreie deinen Geist und du wirst erkennen, dass man immer über alles reden kann. Oha! Oha, oha, oha. Das sind vielleicht komische Vögel. Doch nun entschuldigt uns bitte, es wird Zeit für unser Training. Einen Moment. Du behauptest, dass Fußballtraining für Körper und Geist sei. Genau, das ist unser Motto auf der Kloster Definity. Denkst du nicht, dass es ein gutes Training wäre, gegen die Gewinner der Fußballfronte zu spielen? Ich rede nicht über ein ernstes Spiel, sagen wir eher eine Demonstration unserer Fähigkeiten. Was meinst du? Eine interessante Idee. In Ordnung, wir akzeptieren eure Angebot. Aber Elias wird morgen angreifen. Ist es nicht die Zeit für Diskussionen und Demonstrationen? Ich denke, das ist der beste Weg, um Kloster Definity dazu bewegen, mit uns zusammenzuarbeiten. Wenn wir ihnen zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, entscheiden sie sich vielleicht dazu, uns gegen Alias zu helfen. Frost hat recht. Wenn sie mit Worten nicht überzeugen können, müssen wir eben Taten sprechen lassen. Natürlich, ich hätte wissen sollen, dass die Trainerin wieder einen Plan hat. Wir müssen noch den Fußballplatz vorbereiten. Oha, geile Begrüßung. Also sind Sie ein Fußballteam? Banyan, ich kann dich in deinem Versteck da hinten sehr wohl sehen. Geh zum Fußballplatz und hilf dort. Banyan, das ist ein Schwuchtelname, ganz ehrlich. In Anime hieß er besser. Banyan. Ich bin Banyan, hey. Mach doch kurz Banyan auf. Er sieht Hamtrom aus? Dabei ist er durch viel Bossart. Seht euch mal meine Uniform an. Er hat sie voll gerissen. Oh. Eine Runde mit rein. Oh. Ausdauer 26, 28, 31, 24, 12. Jetzt wie verarschen? 20. Selbst der Fetter hat mehr als der hier. 16, 22, 22, 10, 30 hat sie. Ach komm, den machen wir. Bisschen Ausdauer muss sein. Ach so. Verstehe. So geht also Ausdauertraining. Merke ich mir für das nächste Mal, wenn ich irgendwie wieder trainieren gehe. Wie zur Hölle komme ich... Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ein Powerriegel. Und du? Zufallskämpfe, meine Fresse. Die Lotusblüten. Okay, weiter geht's. Was für Spezialattacken habe ich denn beigebracht? Machen wir mal mit Torattacke mal, um zu sehen. Das sieht doch mal geil aus. Weil
Ich weiß aber nicht, ob das zu ihm passt so richtig. Weiter so, Raimund! So muss es sein. Okay. Sehen wir uns an der anderen Seite mal um. Aha, Truhe. Salto-Kopfball. Okay. Mann, Zufallskämpfe ohne Ende. Herzlich willkommen, ja, okay, das kennen wir schon, oder? Okay, da geht's nicht weiter. Keine Ahnung warum. Unsichtbare Wand. Wieso habe ich diese Truhe da nicht? Sportbank, okay. Die erleuchteten. Schießen wir einfach mal. Was ist das für ein Naruto-Verschnitt? Okay, wo ist mein Spieler? Volley und rein damit. Echt jetzt? Okay, da muss ich Geschütz aufsetzen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt Spezialattacken hier drauf können. Verarschen? Jetzt aber ist es ein Tor. Habe ich eigentlich gewonnen? Das muss jetzt eigentlich sein. Vorwärts, Reimer! Die Zeit ist abgelaufen, aber egal, ich habe ein Tor gemacht. Geht. Dragon Tornado? Das will ich mir mal doch gerne ansehen hier. Genaues Timing ist gefragt, um die Macht des Drachen zu entfesseln. Also bringt es was zum Leveln? Verstehe. Banyan, was geht, du alte Sau? Okay, ich rede mal mit ihm. Seid ihr bereit, um Körpergeist? Ja, sind wir. Dann lass uns die Demonstration der Fähigkeiten beginnen. Ich glaube, ich hätte heilen gehen sollen. Verdammt. Cloyster Divinity. Wieso nicht Kloster? Cloyster? Raimund, es ist eine Ehre, euch auf dem Rasen entgegenzutreten. Cloyster Divinity heißt euch willkommen. Oh ja! Es heißt, sie seien das beste Team, das nie bei der Football Frontier war. Lass uns prüfen, ob sie ihrem Ruf gerecht werden. Genau, auf geht's, Raimund. Din, 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 din. Sehen wir die Aufstellung mal an. Ich glaube, die haben alle ein Level abbekommen, sonst würde das nicht erkennen. Okay, der hat sich nur verletzt. Also der ist Mittelfeld. Was bist du? Verteidiger. Was machst du denn hier? Du? Mittelfeld. Stürmer.
ganz falsch positioniert. Okay, Ende. Weiter. Das sieht doch mal geil aus. Ey, der war noch auf der Linie, Mann. Oh, die sind wirklich sehr gut. Ich wette, es kommt jetzt ein Foul. Ich wette. Orkan-Glitche. So muss es sein. Immer schon auf meiner Seite sein. Ich schieße jetzt einfach mal so, um zu sehen, ob die jetzt irgendeine Spezialattacke ansetzen. Ich will jetzt nicht unnötig TP verschwenden. Ah ja. Ja, das glaubst du auch. Okay. Du bist auf der falschen Seite, Schiedsrichter. Tackling mal. Durchsetzen. Los, Kornfell. Grätschen wir. Bitte kein Foul, bitte kein Foul. Oh nein, oh nein. Okay. Renn weiter, renn weiter. Schießen wir mal. Bis er seinen ganzen TP verbraucht hat. Okay, ich habe das Spiel schon gewonnen. Ja, ja. Jetzt zeige ich mal den eisigen Wind hier, Bastarde. In your face. Und ein Tor. Tor! Weiter so, Raimund! So muss es sein. Weiter spielen. Was für ein Tor? Die einzige Erklärung dafür ist, dass mein Training nicht... Nein, du hast noch wenig TP gehabt. Das ist alles, die einzige Erklärung. Wieso? Ich will auch so eine Attacke haben. Ich hoffe, die hält das jetzt. Ich bin zu schwach auf der Brust. Tor! Dieses Tor verleiht inneren Frieden. Ey, ganz ehrlich, diese Stimme klang gerade so richtig schwul. Dieses Tor verleiht inneren Frieden. Das war gerade so kacke, die Stimme. Jetzt habt ihr Arschkarte, Homos.
hoffe, ich kann meinen Dragon Tornado einsetzen. Aber ich glaube erst im nächsten Part. Puh, ihr seid ein ziemlich harter Gegner. Im nächsten Part.